zusammen zu einer weiteren Folge Miss Survival. Ich hatte jetzt mal ein bisschen gewartet und geguckt und hab mal abgewartet, ob was kommt, aber so wirklich habe ich jetzt noch nichts Interessantes von euch gehört. Ich würde jetzt vorschlagen, ich fange jetzt einfach mal weiter an, hier in unserem netten kleinen weißen Häuschen zu bauen. Dazu werden wir natürlich gleich erstmal noch eine Runde farmen gehen. Sollten wir auf jeden Fall. Und dann werden wir vielleicht erstmal hier gucken, dass wir hier unsere Fenster zukriegen, damit diese hässlichen kleinen Zombies nicht reinkommen können. Vielleicht können wir noch anfangen zu sortieren später. Mal gucken, wie weit wir dazu kommen. Jetzt im ersten Moment werde ich erstmal gucken, dass wir hinten das Banditen-Armee-Camp ein bisschen leer räumen werden. Da werden wir erstmal gucken, was wir da so Schönes finden. Essen, trinken, ja, das sieht noch gut aus, brauchen wir noch nicht. Und vielleicht kommen wir noch ein Stück weiter, vielleicht finden wir auch ein paar Autoteile noch. Und dann können wir erstmal loslegen. Also ich würde sagen, auf geht's und wir gehen erstmal eine Runde looten. Damit wir mal ein paar Sachen kriegen. Und wenn ihr euch dann entschließt, irgendwann mal noch irgendwie zu sagen, von wegen, ja, ey, komm, bau mal da und da. Klar, wir ziehen um. Auch wenn alles voll ist, kein Problem, wir ziehen einfach um dann. Jetzt im ersten Moment bleibe ich noch hier. Erstmal gucken, ob wir hier noch alles mitfinden. Ein paar Stöcke und ein Kram müssen wir alles mitnehmen. Hier hinten mal noch ein Kanister drin, den können wir gleich mal mitnehmen, damit wir ein bisschen Sprit kriegen. Feder immer mitnehmen. Kann man gebrauchen. So, den Kram gibt man her. So, ist hier noch Sprit drin. Ah, guck mal, schön. 1,43 Liter. Machen wir voll den Ding. 10.27 Uhr. Ja, wenn wir ganz viel Pech haben, kommen wir in Nebel. Nebel sollten wir vielleicht noch ein bisschen umgehen, weil wir haben noch nicht wirklich viel, womit wir uns schützen können. Oh, fast 3 Liter Benzin. Das nehmen wir doch mit. Ja, zack. Was haben wir hier noch drin? Da ist nichts. Den hatten wir schon. Da ist noch ein Stein, nehmen wir auch noch mit. Machen wir die Tür zu hier. Oh, hier nehmen wir auch mal zu. Los mit euch. Und rüber. Kann man da hoch? Ja. Irgendwie kann man hier auch hoch. Aber ich kenne mein Glück. Jetzt. So, guck mal. Noch eine Feder? Ja, die gibt man hier. Hier ist nämlich eine Kiste. So, die schnappen wir uns gleich mal. Und schmeißen wir erstmal da runter. Gucken gar nicht erst rein, das machen wir später. Reingucken mal können wir später. Hier hinten waren nämlich auch noch Kisten, die wir mitnehmen können. Wie gesagt, erstmal ein bisschen beeilen. Weil wenn der Mist anfängt, dann haben wir Probleme. Brett. Da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. Da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Metal Scrap, Components, Kohle. Da ist nichts. Hier hinten war, glaube ich, auch noch eine Kiste, genau. Die nehmen wir auch noch mit. Na nun komm. Slap sie runter. Ja, entschuldigt, mein Mausrad will auch nicht mehr so ganz. Das hat keinen Bock mehr. Es dauert halt ein bisschen länger, bis ich das immer wieder so schön justiert habe. Jetzt wollen wir erstmal noch die Kiste wegbringen. Wird es dunkel? Nee, geht noch. Wir liegen noch gut in der Zeit, glaube ich. So, dass wir vielleicht erstmal jetzt die linke Seite machen. Gucken, was wir da noch alles finden. Und, Components mitnehmen. Brauchen wir. Komponenten brauchen wir immer. So, Kohle, nehmen wir erstmal mit. Stein. Wir brauchen ja nachher Steine fürs Lagerfeuer. Damit wir nachher auch noch grillen können in der Runde. Blatt, Wood, Blatt. Hier ist noch eine Kiste, guck mal. Ha, nehmen wir auch gleich mit. Noch pfeifen die Vögel. Solange die Vögel noch pfeifen, haben wir auch noch kein Mist in Sicht. Na, wie gesagt, wir müssten uns ein bisschen sputen. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Verstärkungen für die Fenster, damit die da nicht reinkommen. Erstmal looten wir jetzt hier noch eine Runde. Gucken, wie weit wir kommen. Ansonsten müssen wir uns auf dem LKW verschanzen. Müssen wir das da aussitzen. Und hier hinten noch. Ich glaube, hier hinten war nichts mehr. Na, den müssen wir mitnehmen. Ja, die PR nehmen wir auch mit. Da ist nichts mehr.
Gut, dann nehmen wir die Zelte mit. Dann gucken wir, ob da noch so schönes drin ist. Na, ein Steinchen. Blatt. Blatt. Stock. Blatt. Noch ein Stock. Ja, jetzt kriegen wir nichts mehr mit, glaube ich. Na doch. So, hier liegt schon mal Motor. Das ist gut. Motor ist immer gut. Naja, die können wir auch noch mitnehmen. Streichhölzer. Ja, die brauchen wir auch noch. Brauchen wir sie nicht bauen. So, hier war nichts mehr. Dann gehen wir in die nächste. Das nächste Zelt. Munition. Da ist nichts. Ach, da liegt noch was Kleines. Nochmal Streichhölzer. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Ja. So, dann gehen wir in das Zelt. Ja, hier liegt noch mehr Munition. Oh, blöd, blöd. Blöd, blöd. Kriegen wir nicht mit. Schmeißen wir nochmal raus. Ach, trinken können wir mal eine Runde. Ja. Sehr schön. Ein Rucksack, ein Rucksack. Rifle Ammo. Sieht noch gut aus. Da ist noch mehr Munition, das nehmen wir auch mit. Und noch mehr Munition, immer her damit. So, hier haben wir noch eine Kiste. Lass doch mal los. Irgendwie mag die gerade nicht. Ja, jetzt. Schmeißen wir das mal dahin. Hier liegen nämlich auch noch, hier stehen auch noch zwei Schränke. Die sollten wir uns dann auch noch holen. Aber ich glaube, wir bringen jetzt erstmal die Kisten, die wir haben, zurück. Und dann gucken, dass wir ein bisschen anfangen zu sortieren oder... Beziehungsweise mal gucken, dass wir ein paar Stöckchen finden, damit wir uns die Barrikaden schnell mal anbauen können. Zumindest schon mal anzeichnen. Bauen können wir die ja später immer noch. Na, aber erstmal bringen wir jetzt die Kisten weg. So, wir haben eine schon in der Hand, dann können wir die gleich wegbringen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ich schmeiß die erstmal nur vors Haus, weil vom Haus rein können wir sie nachher noch bringen. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Ja. Das ist ein normaler Stock, den wollen wir nicht. Ja. Das ist ein Fehler. Fehler brauchen wir gerade nicht. Ja, und weg damit. So, Motor haben wir schon mal, Rad haben wir schon mal und Benzin haben wir schon mal. Müssen wir mal gucken, was wir noch brauchen. Ich glaube, eine Batterie brauchen wir noch. Drei Räder und eine Zündkerze. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Fahrzeug. Mit Auto macht sich das alles sehr viel einfacher. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind gerade mal bei Tag 2, glaube ich. Tag 1 sogar noch. Ja, Tag 2 kommt dann auch noch irgendwann. Aber wie gesagt, ich warte immer noch drauf, dass ihr mir mal sagt, was ihr gerne sehen würdet oder ob wir noch umziehen wollen oder ob wir uns das hier fertig machen wollen. Ich meine, hier bei dem Weißen Haus haben das viele schon gemacht. So Möglichkeiten wären noch diese Außenposten, diese kleineren Häuser. Oder eben auch, wir können uns irgendwo ein komplettes Shelter hinbauen und bauen uns das Ding zu. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass man irgendwo im Wald geht. Schlagt einfach mal was vor. Wie gesagt, Tankstelle hatte ich schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, ob das schon mit der Fehler behoben worden ist. Aber Tankstelle hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Also wie gesagt, ich würde vorschlagen, man macht sich mal irgendwo im Wald ein kleines Häuschen und baut dann da rein. Und versuchen wir mal, dass wir uns da irgendwie absichern können. Das wäre so eine Idee, die ich noch hätte. Die hat, glaube ich, so noch keiner verwendet. Irgendwie will die Kiste da nicht rein. Ja, jetzt. Zack, da steht die erste. So. Die packen wir gleich schön oben drauf. Wenn wir sie reinkriegen, was hat.
Nein, nicht die doof. Wollen wir mal umpacken? Ja, das steht auch nicht besonders gut, aber besser als gar nicht. Die dritte. Also wenn wir uns entschließen, nochmal umzuziehen, dann sollten wir vielleicht aber warten, bis wir das Auto haben, weil dann geht das einfacher mit dem Umziehen. Dann können wir alles auf den Pickup laden, den haben wir ja Gott sei Dank hier schon vor der Tür stehen. Diesmal haben wir Gott sei Dank Pickup, nicht den komischen Minivan da. Ach, die stelle ich mal in die Küche. Lass mal Tür zu. So. Dumm, hast du mal in die Wand gehauen. Ja. Da haben wir auch noch Munition drin. Da können wir da erstmal Munition reinpacken, würde ich sagen. Aber als erstes sollten wir erstmal gucken, was wir jetzt brauchen, hier für die Dinger anzuzeichnen. Wo haben wir das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Nee, da war es nicht. B war das, glaube ich, dann. Ja, lang ist her. Lang ist man raus. So, wir zeichnen uns erstmal hier die Dinger an. Oh. Da haben wir das schon mal. Dann zeichnen wir uns die jetzt überall an und dann gucken wir, was wir brauchen. Und dann haben wir wenigstens schon mal Ruhe. B. Na, voilà. So, das auch. Und hier hinten war glaube ich auch noch eine, ne? Ja. So, für die Sticks brauchen wir, was brauchen wir denn da? Für die Sticks brauchen wir die. Branch, haben wir davon noch irgendwelche rumfliegen oder habe ich die... Müssen wir uns die schnell holen. Da haben wir noch zwei. Da haben wir keine mehr. Da auch nicht. Also wir sollten vielleicht mal nachher ein bisschen anfangen. Ach, da sind auch noch vier, das ist gut. Wir brauchen acht, einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Mal gucken, wo wir noch einen finden. Ja, gib den Stein hier. Nehmen wir auch noch mit. So, einen brauchen wir noch. Wenn wir noch einen finden. Ah, da ist er doch. Na, seh. Guck mal, einer, schau. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt da noch kommen. Jetzt liegen sie überall rum. Na toll. Machen wir die noch fertig und dann, ja, dann war's das, glaube ich, auch schon für heute. Denn könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, was wir dann als nächstes machen wollen. Ob wir was machen wollen, ob ihr da Interesse dran habt. Oder ob ich einfach überraschen lassen wollt, was ich hier so mache. Das ist dann euch überlassen. So, wir machen jetzt erstmal noch schnell die Dinger hier fertig. Die Sticks, da brauchen wir insgesamt 8 Stück von. Wenn wir Pech haben, dann kriegen wir jetzt gleich noch Mist. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn nicht. So. Und zu. Das war Nummer 1. Das ist Nummer 2. Nummer 3. Keine Sticks mehr? Ah nein, echt jetzt? Verdampft. Wir brauchen noch mehr Sticks. 4 Stück pro Dingens. Also brauchen wir noch 7 Hölzerchens. Mal gucken, ob wir noch 7 Hölzerchens finden. Stein. Da haben wir noch eins. 6 noch. Das ist ein Stick, den nehmen wir auch mit. Feder. Blaubeere. Da haben wir noch ein Steinchen. Noch ein Hardstick. Bärchens. Guck mal her mit den Bärchens. Da ist noch eins. Jo, dann haben wir ja auch schon fast alles fertig. Wir brauchen noch 4 von diesen Sticks da.
Mal gucken, ob wir die noch finden, auf die Schnelle. Aber ich denke wohl eher nicht. Aber hey. Nächste Folge kommt bestimmt. Dann bauen wir das dann da fertig. Das schaffen wir dann wohl heute nicht mehr. Irgendwie finde ich auch gerade keine mehr. Entweder laufe ich in die falsche Richtung oder ich übersehe sie einfach. Wäre beides möglich. So, hier hinten nochmal langlaufen und mal gucken, ob wir hier noch was finden. Das Auto lasse ich mit Absicht stehen, das brauchen wir gerade noch nicht. Haben wir eigentlich so noch alles Mögliche da. Aber irgendwie finde ich gerade keine von den Dingern, die wir brauchen. Leider Gottes. Das ist wieder so typisch. Und hier hinten kommen da schon die ersten Gebäude, wo dann unsere Freunde auf uns warten. Die so ein bisschen knabbern wollen. Jo, das wird wohl nichts mehr. Das wird wohl nichts mehr. Na gut. Gut, dann machen wir die vier noch fertig, die wir noch haben. Und dann... Na, nicht da noch was? Ach, guck mal hier. Direkt vor der Haustür liegt noch einer. Aber das reicht halt auch nicht mehr. Jetzt machen wir noch die fertig. Da ist schon drin. Da fehlt noch. Dann machen wir uns die noch fertig. Und dann... war es das für heute. Dum, 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 dum. Fertig. Und zumachen. So. Jetzt fehlt uns leider nur noch eins. Das ist unten der. Aber den schaffen wir heute dann nicht mehr. Wir haben es auch nicht geschafft, noch einzuräumen oder uns ein Bett zu bauen. Wir gucken jetzt nochmal nach den Werten. Ja, er hat ein bisschen Durst, ein bisschen Hunger. Da müssten wir jetzt nochmal runterlaufen, was zu essen reinschmeißen. Pfeifen wir ihm noch was zu essen und was zu trinken rein. So. Gut, das reicht. Und, oh, guckt mal einer, schau. Es gibt Nebel. Ha, da. Es geht los. Naja. Gut, das schaffen wir dann heute aber nicht mehr. Wir schließen uns mal hier oben ein. Hier oben sind wir noch safe. Und ich würde dann sagen, ja, das war's dann erstmal für heute. Ein wenig haben wir geschafft. Nicht viel, aber ein bisschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.